Hallo, suche dir einen der vier Briefe aus und klicke ihn an. Dann geht's los. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Bibi Blocksberg und der verhexte Liebesbrief. Ja, herzlich willkommen. Es ist sehr schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich hier über Bibi Blocksberg und der verhexte Liebesbrief. Und wir suchen uns einen... Klicke auf einen Brief deiner Wahl. Ja, genau. Das Intro habt ihr jetzt leider nicht gesehen, weil das ja nicht funktioniert. Ihr kennt ja die alte Problematik, ne? Das darf man ja immer nicht zeigen. Ich nehme natürlich den blauen Umschlag und wir starten damit in ein neues Abenteuer. Los geht's. Viel Spaß in deinem Spiel. Danke. Vielen lieben Dank. Was für eine schöne Briefmarke, Bibi. Und? Bist du fertig? Lies mal vor. Na gut, also. Lieber Joachim. Hey, soll ich nun vorlesen oder nicht? Tut mir leid, Bibi. Na, mach schon. Lieber Joachim, bald beginnt das Sommerfest im Neustädter Stadtpark. Wollen wir zusammen zur Eröffnung gehen? Deine Bibi. Ach, Marita. Und wenn er nicht mitkommt? Natürlich wird er mitkommen. Er hat dich doch gern. Meinst du? Ach, ist er nicht süß? Joachim wird sich total freuen. Ein Liebesbrief bekommt man nicht alle Tage. Ja, schon. Aber vielleicht denkt er, es ist bloß eine Einladung wie jeder andere. Und wenn ich dem Brief nun auf die Sprünge helfe? Los, Marita, lass uns mal in Mamis Hexbuch schauen. Oh, das halte ich nicht für so eine gute Idee, Brigitte. Also, Brigitte ist verliebt in Joachim. So eine kleine Liebeshexerei kann nicht schaden. Ah. Na schön. Ene mene Wunderkerzen, verrückt verhexte Liebesherzen. Ene mene angestarrt, in was du siehst, bist du vernarrt. Hex, Hex! Siehst du, Marita, war doch ganz einfach. Jetzt muss der Brief so schnell wie möglich zu Joachim gebracht werden. Ene mene meine Zeilen, per Bote zu Joachim eilen. Hex, Hex! So, komm, wir sinnen Mamis Kugel nach, ob der Brief gut bei Joachim ankommt. Nicht so stürmisch, Baby, sonst... Auweia! Puh, das war knapp, Baby. Das Buch hat doch nichts abbekommen, oder? Ach, das bisschen. So, und jetzt? Ene mene nicht gehetzt... Briefträger, sag, wo bist du jetzt? Hex, Hex! Geliebte Ampel. Oh, oh. Oh nein. Hast du das gesehen? Der Verkehrspolizist benimmt sich aber merkwürdig. Ja. Sieh mal, da ist unser Bürgermeister mit seinem Sekretär, Herrn Pichler. Was ist denn da los? Pichler, dieses Getränk ist einer Schiffstaufe durch mich nicht würdig. Mein lieber, bester Pichler, die Schiffstaufe ist mir ganz plötzlich einerlei. Ich möchte fast sagen, Schnuppe. Dann lassen Sie mich Ihre Sternschnuppe sein, liebster Bürgermeisterchef. Sieh nur, so sind die beiden doch sonst nie. Ja. Da ist irgendwas schiefgegangen. Meine Liebeshexerei wirkt bei den falschen Leuten. Frau Herzsprung, unsere Nachbarin. Oh nein, Papi ist bei ihr. Herr Blocksberg, mir ist ja nie aufgefallen, wie gut Sie aussehen, wenn Sie Rasen mähen. Kommen Sie zu mir. Ich bin schon vergeben. Papi! Hast du die vielen Herzchen gesehen? Ja, ob die Herzchen an dem Chaos schuld sind? Dabei habe ich doch alles so gemacht, wie es in Mamis Hexbuch stand. Kannst du deine Mutter nicht fragen? Ach, Mami ist im Stress. Sie bereitet den diesjährigen Hextrank-Wettbewerb vor und muss ganz viele Zutaten besorgen. Also kann sie uns im Moment nicht weiterhelfen. Verstehe. Ist auch besser so. Sie muss ja nicht gleich mitbekommen, was in Neustadt los ist. Mhm. Vielleicht machen wir uns völlig unnötig Sorgen.
Lass uns gleich mal in Neustadt nachsehen, was der Liebesbrief tatsächlich angerichtet hat. Stimmt. Vielleicht ist ja alles halb so schlimm. Oh, Baby, sieh doch! Hoffentlich kann ich das in Ordnung bringen, bevor wir Ärger bekommen. Ich helfe dir so gut ich kann, Baby. Prima. Ja, also, unsere liebe Brigitte hat es mal wieder geschafft und hat wieder mal aus eigensinniger Zauberei komplett Neustadt verzaubert. Das ist natürlich nicht falsch, aber ich finde es immer so lustig, wie Bibi auch immer so darauf besteht, so, nee, ich habe alles richtig gemacht und wir sagen das mal lieber nicht meiner Mami. Nein, ach, das kann nichts passieren, genauso wie sie das Hexbuch da verschandelt und also, ach, das bisschen an dem Hexbuch, das ist doch kein Problem, das macht doch nichts. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier überhaupt los? Hier geht es zur Schule. Ah, okay, da geht es zur Schule und hier ist irgendwie Stau. Herr Bürgermeister? Bürgermeister Chef, ich möchte dir das Du anbieten. Einverstanden? Oh, was machen wir denn jetzt? Ah, die sind doch ganz süß zusammen. Dann können wir nachher Brüderschaft feiern. Du hast mal wieder an alles gedacht. Es wäre doch eine Verschwendung, das gute Getränk bei der Schiffstaufe zu vergeuden. Ja, das stimmt. Ach ja, die Neustädter Dampferflotte. Soll sie doch jemand anders taufen. Ach, Bibi, wer soll denn die Flotte taufen, wenn nicht der Bürgermeister? Ja, man weiß, müssen vielleicht wir. Das machen? Ja. Auf zur Anlegestelle. Oh mein Gott. So, da wären wir. Weißt du überhaupt, wie das geht? Nein. Schiffe taufen? Ich habe keine Ahnung. Man wünscht den Schiffen eine gute Fahrt und dass sie nie stranden oder so. Und dann muss man eine Flasche am Bug zertrümmern. Eine Flasche haben wir ja. Jetzt fehlen nur noch die Schiffe der Neustädter Dampferflotte. Okay. Um die Dampfer zu taufen, musst du die Flasche auf die leeren Namensschilder am Bug werfen. Ach, kein Problem. Sobald du das Spiel startest, fahren die Schiffe los. Nimm die Flasche, halte die linke Maustaste gedrückt und ziele. So wie du die Maustaste loslässt, fliegt die Flasche fort. Triffst du das leere Schild, ist der Dampfer getauft. Aber aufgepasst, nicht alle Schiffe sind Dampfer. Triffst du ein anderes Boot, gibt es Ärger. Versuche, so viele Dampfer wie möglich zu taufen. Mindestens 8 Dampfer sollten es schon sein. Na dann, Schiff Ahoi! Ich habe jetzt nicht so viel Lust darauf, dass ich Ärger bekomme, ehrlich gesagt. Ärger ist doof. Also, Dampfer taufen, los Wenn geht das. Wenn du hier klickst, startest du das Spiel. Ich will starten. Ich wünsche der Neustädter Dampferflotte und ihrer Besatzung allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ganz genau, eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Du musst den Bug treffen. Ja, ich hab's versucht, das ist gar nicht so einfach. Krötenbein. Wie? Volltreffer, Bibi. Krötenbein, hat sie gesagt. Besatzung lebe hoch. Oh. Taufe dich. Ziel auf das Namensschild. Taufe dich. Allzeit gute Fahrt. Stets gute Fahrt, du schönes Boot. Ahoi. Ahoi, ahoi. Hier. Und dass du nicht auf Sand lassen laufen würdest und eine stets wundervolle Fahrt. Handfrei Wasser für. Oh nee, ich treffe da mal nicht. Dich. Und bäm. Oh nein. Name sei Krawallwurzel. Krawallwurzel. Allzeit gute Fahrt. Das siehst du gut. Firlefanz. Oh, Firlefanz heißt Prima. Das Boot. Läuft das auch so hier so wie Handfrei auf dem Fließband bei einer, echten Fischtaufe? Wow. Der hier ist für dich. Ich bin kein so ein guter Fischtaufer, glaube ich. Boot. Ahoi. Fischtaufer. Primadonna. Schöner Name. Ja, das ist schön. Primadonna. Name sei Stadtpirat. Stadtpirat, okay. Sie hat wirklich interessante Taufnamen hier für ihre Schiffe. Das Spiel ist gar nicht einfach, Leute. Taufe dich. Ja, komm, wir taufen noch mal ein bisschen. Wo ist denn noch eins? Hallo, ich brauche einen Dampfer. Seestern. Ah, Seestern. Das ist das. Klingt wie ein Pferd bei Barbies Pferdeabenteuer. Name sei. Oh Mann. Allzeit gute Fahrt.
Für? Du musst den Bug treffen. Ja, ja, das ist Ziel leichter. Auf das Namensschild. Es ist Ziel gesagt, auf das Namensschild. Hey, komm schon. Ich mach so gut ich kann. Das ist nicht einfach hier. Oh, ab ins Wasser damit. Yeah. Hurra, wir haben es geschafft. Ach, wunderbar. Da wird unser Bürgermeister aber Augen machen. Das will ich mal hoffen. Das müssen wir ihm gleich erzählen. Oh, ich glaube, wir müssen Herr Bürgermeister, mal. Herr Pichler, wir haben die Neustädter Dampferflotte getauft. Ja. Haben Sie das gehört, liebster Pichler? Wir haben die Neustädter Dampferflotte getauft. Das haben wir aber gut gemacht, lieber Bürgermeisterchef. Ganz wunderbar. Weißt du was? Wir lassen sie einfach in dem Glauben. Sag mal, Bibi, ist das nicht dein Vater? Papi, oh. Wo willst du denn hin? Warte doch! Ich eile, Liebster. Ach, ich eile. Weg sind sie. Es ist gut, dass Mami das nicht mit ansehen muss. Ja. So, wir müssen mal hier den Verkehr regeln. Das geht ja gar nicht hier mit der Ampel. Ja, wie kriegen wir das denn hier gebacken? Hallo, Sie müssen doch den Verkehr regeln. Genau. Ich liebe es, wenn du rot wirst. Sowas, der hat sich glatt in die Ampel verguckt. Ah, das ist so süß. Der Verkehrspolizist und seine Ampel. Das war Liebe auf den ersten Blick. Die Kid ist ja nicht mit anzusehen. Aber was macht denn der Verkehrspolizist bei einer Ampel? Also, ich finde es lustig. Ja, wir sollten mal den Verkehr regeln, hä? Au, wenn noch ja. mehr Autos dazukommen, gibt es einen Stau. Du musst sie weghexen, Baby. Genau. Die Autos müssen woanders langfahren. Straßen gibt es ja genug. Na los! Wenn du das Spiel startest, kommen Autos angefahren. Okay. Sobald die Autos die Mitte erreichen, gibt es einen großen Stau. Oh. Du kannst den Stau verhindern, indem du Bibi hilfst, die Autos wegzuhexen. Bibi kann den Hexstern, der vor ihr in der Luft schwebt, in die Autoschlange werfen. Ja, gut. Wo der Hexstern die Autoschlange trifft, erscheint ein Auto in der Farbe des Sterns. Verstehe ich das wie Zuma. Um die Autos wegzuhexen, müssen immer drei Autos der gleichen Farbe hintereinander stehen. Ja, ja, da habe ich Erfahrung. Du kannst Bibi drehen, indem du deine Maus bewegst. Bibi wirft den Hexstern, sobald du mit der linken Maus kriegst. Das ist voll die krasse Fähigkeit, die Brigitte da hat. Sind alle Autos weg, hast du es geschafft. Die Straße ist frei. Ja, super. Mach mal. Kein Problem. Da kenne ich mich aus mit sowas. So, los geht's. So, okay, gelb. Ballern wir da dazwischen, ja? So, okay, gelb. Noch ein gelbes. So, blaues. So, grünes. Noch gelbes. Blaues. So, das ist richtig schön. Oh, wir sind richtig gut, Leute. Guck mal. Boah, ich bin so super gut in dem Spiel. Oh, kein gelbes dabei. Dann lassen wir erstmal ein paar kommen hier. So. Blaues da rein, hä? Noch ein gelbes hier. So, Hex, Hex. Ganz wunderbar. Da noch eins dazwischen. Und wir bräuchten mal rot. Rotes Auto hier, hallo. Und ein blaues da rein. Oh, grün. Wunderbar. Und auch hier brauchen wir ein grünes, oh, ein gelbes Fahrzeug. Sehr schön. Grünes da rein, rotes hier hin. Ah, Brigitte, die kennt sich aus mit Autos. Das macht sie wirklich ganz, ganz fantastisch. Und hier rein. Da oben rein. Und hier rein. Und jetzt nochmal. Und rot, rot. Ha. Oh nein, das... Das war ein bisschen blöd. Aber das macht nichts. Wir haben ja noch genug Geld. Juhu, Juhu, Baby! Du hast es geschafft! Wir haben es geschafft. Toll! Super gemacht, Verkehrsaushilfspolizistin Bibi Blocksberg. Ja, gerne. Stets zu Diensten. So, das hätten wir geschafft. Ja. Diese Ruhe. Man hört sogar die Vögel im Stadtpark. Ach, wunderbar. So, und damit kein neuer Stau entsteht, ene mene Sternenpracht, die Ampel geht, wie sie erdacht. Hex, Hex! Ha, sie ist reparieren schön. Können. Genial, Baby. Sehr gut. Ja, und das passiert und wir sind gespannt, wie Bibi es schafft, hier Neustadt wieder richtig zu hexen, nachdem sie ja
hier ein bisschen über ihr Ziel hinausgeschossen ist. Aber so ist das halt, wenn man verliebt ist und einen Liebesbrief, ne, verhexen will. Mal sehen, ob sie es wieder hinbekommen, die beiden. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.